Meister der Stadt Essen, der hier neben mir steht, Rudolf Jelinek, hat die Waffe schon in der Hand. Viel kann also nicht mehr passieren. Ja, Rudolf Jelinek. Zweiter Essener Firmenlauf, 5.620 Menschen auf der Hüssenallee. Was sagt die Stadt Essen dazu? Die Stadt Essen sagt dazu erstmal einen wunderschönen guten Abend. Wenn man, ja, Namen kann man schon mal sagen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Ich bin begeistert und möchte Ihnen auch allen erstmal die Grüße der Stadt Essen überbringen und muss sagen, es ist einfach genial. Es ist ein Highlight in dieser Stadt, für diese Stadt. Ja, so kann man das sicherlich bezeichnen. Vor einem Jahr, da fing das langsam an, da hatten wir einen schon wirklich großen Essener Firmenlauf. Jetzt ist es noch mal mehr geworden. Ja, wie kommt das? Wie kann Essen so eine laufbegeisterte Stadt werden? Ja, wie kann Essen so eine laufbegeisterte Stadt werden? Ich denke einfach mal, weil viele Menschen gemerkt haben, wenn ich Sport treibe, fühle ich mich wohler. Dann fühle ich mich wohler, dann kann ich bei meinem Arzt vorbeigehen und muss nicht in seine Praxis gehen. Denn Sport hält gesund, Sport hält fit. Und ich denke mal, das haben viele gemerkt. Und aus diesem Grund wird auch hier Sport getrieben, wird auch gelaufen. Hier steht. Ja, ja, da steht noch Bernd Bödeling vor mir, Finanzvorstand RWE Deutschland AG. Warum engagiert sich RWE für diese Veranstaltung? Ja, wir engagieren uns generell natürlich für viele Veranstaltungen. Insbesondere sind wir natürlich der Stadt Essen sehr verbunden. Hier ist unsere Wurzel, hier ist unsere Zentrale. Insofern sind wir natürlich immer gerne bereit, uns hier zu engagieren, um einfach der Verbundenheit zur Stadt Essen, aber auch dem Motto, dem Sport, unsere Unterstützung zu gewähren. Dann kann es gleich wirklich jeden Moment losgehen. Ich glaube, ich gehe langsam aus der Schussbahn nach Jena. Eine Minute bis zum Start, noch eine Minute bis 5.620 Läufer sich auf die Strecke begeben. Die Rüttenscheider Straße hochlaufen, es tickt und tickt, das heißt, es geht gleich wirklich los. Das Warten hat ein Ende, es ist wieder so weit. Firmenlauf in Essen, Firmenlauf auf der Hüssenallee, Firmenlauf auf der Rüttenscheider Straße und nachher die große Läuferparty mit leckerem Nudelsalat in der Gruga. Es tickt unaufhörlich, so eine Minute, die kann, wenn man da mittendrin steht, ziemlich lang werden. Aber die letzten Sekunden, die werden wir deutlich erkennen. Und die Spannung steigt. Gleich ist es soweit. Die Waffen sind schon gezückt, die zeigen die richtige Richtung. Ein Unternehmen nach dem Anfang, anderen jetzt in Weinrot, in Rülkan zwei unterwegs, immer wieder zwischendurch hellblau, das Team RWE. Hochtief sehen wir in dunkelblau auf der Steher. Sparkasse Essen, gut für Essen auf diesem Weg. Einige winken uns noch, die haben Zeit, die Universität Duisburg-Essen. Das läuft vorbei. Bundesagentur für Arbeit, das sind die Herren in Rot, die gerade durchs Ziel kommen. Grüne Trikots, das ist Karstadt Sport, Ivonik. Deutsche Bahn ist dabei, Thalia See, jemand hochtief, man kann es gar nicht ganz aufzählen, die Komm ist da. Die Roten GmbH geht durch, zwischendurch immer wieder die Deutsche Post. Die AWO ist unterwegs. Karstadt sehe ich den Bocholder Hof, 50 Jahre feiern die. Die Praxis für Physiotherapie, Handarbeit ist dabei. Die Steher, jeder will genannt werden, so schnell kann ich gar nicht sprechen. Easy English auf der Rüttenscheider Straße. Die Steak, hochtief, es ist unglaublich, es wird überhaupt kein Ende. Runners Point sehe ich. Hochtief, die WAZ-Mediengruppe immer wieder. Da ist der Sport, die Nationalbank läuft durch. Direkt hinter die Sparkasse, heute sind sie alle vereint, alle unterwegs. Die Roland Apotheke, viele, viele kleine Unternehmen zu stützen. Da das große Team von RWE dabei, Mia ist dabei. Deutsche Bank, keiner lässt es sich nehmen. 288 Unternehmen, jetzt wieder Karstadt Sport. Die
Vollweg, die Bundesagentur für Arbeit. Ich kann mich eigentlich nur immer wiederholen. Welch ein Jubel von hoch tief. Mal gucken, ob der nach 5 Kilometer noch was bekommt. Döppel sehen wir. Damit ist auch unser Frühstück gesichert. Der TÜV Nord. Und es nimmt kein Ende. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel 5600 Läufer und Walker sind. Ferrostahl sehe ich. WAZ. Das ist der Ruhrturm, die Fakta gehen, die jetzt durchläuft in Gelb, Dunkelblau, BFKL, Apartheid, Tetz, Tetyl ist dabei und immer mehr Läufer. Mein Gott, das muss doch irgendwo zu Ende sein. Wissbau sehe ich gerade, das Diakonieberg in Essen, ThyssenKrupp und immer mehr Läuferinnen und Läufer. Lease-Konzept, ihr Leasing-Partner. Das Luthermann-Running-Team läuft durch die Atlas-Kopfhörer. Jeder will genannt werden, alle 5600 schaffe ich nicht, aber hier hinten ist gute Stimmung. Auf geht's auch für euch. Zeigt uns, was ihr könnt, macht viel Stimmung auf der Rue und erlebt richtig was. Viel Spaß. Jetzt kommt die Sparda-Bahn, ich glaube, gleich sind bei die Spank und Sparkassen alle durch. Die RAG. Stauder sehe ich, das Stauder Running Team in Schwarz, Siemens, die DEVK, RAG, Hochtief. Sag mal, wo kommt ihr eigentlich alle her? Ihr müsst irgendwo in der Innenstadt gestanden haben. Absoluter Wahnsinn. Letztes Jahr kam es mir viel vor, dieses Jahr ist es unglaublich, was hier passiert. Und immer wieder die großen Unternehmen. WAZ, jetzt sehe ich Sheraton, die haben sich bald. MSC Rundspielautomaten läuft durch. Sehe ich. Und ThyssenKrupp, das Team rübelt sich um, das Realschule ist Hüberhof. Via wird genannt. Und ich kann auch immer wieder ThyssenKrupp sagen, ich kann auch immer wieder die MSB Münchspieler so an. Hinten wird die Stimmung langsam gut. Auf geht's, macht Stimmung hier. Langsam kann jetzt Laufen kommen, es bewegt sich was. Karstadt Sport läuft hier durch die RAG. Es wird luftig für euch. Ihr habt Platz zu laufen. Auf geht's, Yvonne Econ. Wir wünschen euch viel Spaß und haben jetzt einen erfolgreichen Lauf. Schöne 5,1 Kilometer. Kommt gut durch Rückenschalt. Den Feierabendverkehr haben wir für euch umgeleitet. Radio Essen läuft vorbei. Heute darf ich mal ans Mikrofon, morgen seid ihr es wieder. SAG sehen wir, WAZ zwischendurch immer wieder auffällig in Magenta, die Telekom, Bitmark sehe ich, die AAT Group. Rewe läuft vorbei. Rewe Group, Entschuldigung, der Fauxpas sei mir verziehen. Kleines Grüppchen von der Deutschen Post wieder, VIA sehe ich wieder, GNS sehe ich. Sag mal, gibt's noch ein Ende hier? Ich dachte, ihr seid jetzt mal bei die AIDS-Hilfe Essen. Auch die heute mit einem Team dabei. Euch allen viel, viel Spaß. Kühl und Becker, Ingenieurberatung. Ihr wisst schon, wie ihr ins Radio kommt. Die DEVK. Und immer noch kein Ende in sich. Gefühlt waren es schon 25.000. Ich kann mir vorstellen, wie sich ein Moderator beim Berlin-Marathon fühlt. Die DHL. Die Türme, mein Gott, Döbbel läuft vorbei. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Die Kliniken ist Mitte im Grün. SAG, das sind die Orangen, davon haben wir schon einige gesehen. Und dann wieder eine ganze Gruppe der Sparkasse. Es ist voll auf der höchsten Allee. Ich fahre hier oft abends her. Atlantic Congress Hotel, ihr lauft gleich an eurer Stelle vorbei. GOP. Das Sport wieder, die Atlantic Hotel in grünen T-Shirt. Getränkewelt, deutlich zu erkennen. Die Klinik ist Mitte, habe ich erkannt, das Biologiewerk. Und nochmal Sparkasse und Power EnviroServe. Wieder ein bisschen Magenta Telekom. Gesund beginnt im Mund, Dr. Hohlfeld läuft vorbei. Sparkasse, nochmal Kaftersport. Und da ist ein Ende zu sehen. Und das Ende. In diesem Moment haben wir 5620 Läufer auf die Strecke gebracht.
Mal gucken, ob sie die Rüse durcheinander bringen, wie es sonst die Autofahrer machen.